Mein Name ist Aktu und ich werde euch ein bisschen durch das Programm führen. Und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Begriff: Programm. Es ist immer schön, Programme zu machen. Satzung löst die alle auf. So kann man immer nur von Tag zu Tag schauen, was sich heute so zeigt. Und das, was wir als nächstes erleben werden, ist die sogenannte Podiumsdiskussion. Da geht es darum, dass 7 Satzanglehrer, also 7 teilnehmende Satzanglehrer an dem Satzangfestival, ein Buch geschrieben haben. Dieses Buch wird circa in 2 Monaten auf den Markt kommen. Und einige dieser Satzanglehrer, die mitgeschrieben haben, werden hier jetzt etwas vorlesen davon. Und ihr könnt Fragen stellen dazu oder diskutieren, wie ihr das wollt. Also das ist unser nächster Programmpunkt. Dann wird es eine Mittagspause geben und um 13.30 Uhr beginnt Sajid, der aus der Schweiz angereist ist, mit seinem Satsang. Dann danach Nabala und nach Nabala kommt Madhuka. Und dann gibt es den Skype-Satsang mit OBK, Edgar Hofer, von La Gomera. Also das ist unser heutiges Programm. Wie es zeitmäßig ausschaut, ihr habt gemerkt, es verschiebt sich einfach, weil das Singen ja sehr viel Spaß gemacht hat und im Programm waren 30 Minuten. Und so haben wir ein bisschen das Programm gesprengt, damit es ist ja nichts passiert. Das ganze Festival wird aufgenommen von Jetzt TV. Und wenn jemand nicht aufgenommen werden möchte, vor allem wenn er nach vorkommt im Satzang, dann bitte das vorher sagen, weil diese Videos werden im Internet erscheinen. Ja, die erste, die jetzt von ihrem Buch vorlesen wird, ist Nabala. Schon ausgerüstet mit dem Mikrofon. Dann herzlichen Applaus. Auch herzlich willkommen hier. Wo ist das Mikrofon? Steht so selten mit Headset. Schön hier zu sein, freut mich total. Gerade noch Aufregung da. Ungewohnt für die Leute. Ich finde, das Satzang-Festival hat so eine schöne Energie und deswegen freue ich mich besonders hier zu sein und auch das Buch, das jetzt hier gestaltet wird, da ein bisschen was vorzulesen. Und danach können, wie gesagt, Fragen gestellt werden oder auch nicht. Ich merke, ich bin gerade kein großer Redner. Dann lese ich jetzt vor. Nicht wundert, ich habe Kontaktlinsen drin, deswegen habe ich schon groß geschrieben, dass ich lesen kann. Auftauchende Gefühle, keine Frage nach warum. Sie tauchen einfach auf, werden ausgedrückt oder nicht. Es bleibt gleichgültig. Die ganze Psychologie ist verschwunden. Jede Psychologie zielt auf einen Jemand ab, auf eine Person. Und wenn diese durchschaut ist, dann ist der Sinn der Psychologie verloren gegangen. Die Konditionierungen heben sich auf oder auch nicht. Bestimmt nicht alle. Ist doch gar nicht notwendig. Nichts ist notwendig.
Jede Konditionierung kann bleiben, doch auch sie taucht einfach nur auf in dem Raum, denn er ein Nichtraum ist und das ist mit oder ohne Konditionierungen. Diese Gleichgültigkeit hat nichts mit Scheißegal zu tun. Nein, es ist wahrhaft gleichgültig. Und selbst wenn es gerade nicht gleichgültig ist, ist es dennoch gleichgültig. Und alles, was an Gedanken oder Gefühlen oder Erklärungen auftaucht, sind einfach Gedanken, Gefühle und Erklärungen. Und sie verschwinden auch wieder, wie alles wieder verschwindet. Mit der Idee vom Ich oder auch ohne Idee vom Ich. Dieses Leben in der Non-Dualität ist Sein und Sein ist Jetzt. Es gibt niemand, der in der Non-Dualität lebt, sonst wären es ja schon wieder zwei, Ich und die Non-Dualität. Das ist Dualität und selbst Dualität ist in der Non-Dualität vollkommen willkommen. Denn Dualität erscheint in der Non-Dualität, in dem einen, das sich als zwei verkleidet. Du kannst es drehen, wie du willst. Es ist vollkommen gleichgültig, was du denkst oder tust oder nicht tust. Du kommst der Sache hier nicht aus. Du bist schon die ganze Zeit das eine Bewusstsein, das sich in der Identifikation scheinbar verloren hat und in dem Bestreben ist, sich wieder zu finden. Und wenn sich's gefunden hat, ist gesehen, dass es niemals verloren ist. Die Wahrnehmung scheint sich verlagert zu haben. Die Wahrnehmung scheint wie auf der Stille, auf dem stillen Urgrund zu ruhen. Viele Konzepte sind weggefallen, auch das Konzept der Konzeptlosigkeit. Und da ist einfach Leben, Leben als die Unendlichkeit. Sich aufbäumend, mal sanft, mal heftig, mal leise, mal laut, mal traurig oder lustig, ärgerlich oder witzig. Nichts muss daran verändert werden. Nichts. Warum auch? Der stille Hintergrund ist auch der Vordergrund, der Mittelgrund und oben und unten kommt. Und ist doch absolut nichts zu stören. Ist doch absolut nichts zu berühren. Ist doch absolut kein Verhalten zu beeinflussen. Das ist diese unendliche Gnade, die hier ist. Sich selbst verschenkend, sich selbst schauend, in jedem Augenblick. Das ist die Präsenz, die niemand gehört, die hier ist, sich selbst ausspuckend und wieder einsaugend. Diese Präsenz ist nicht zu bekommen, sie ist nicht zu erwerben, sie ist nicht zu übertragen. Sie ist nichts, was dir etwas bringt. Sie ist nichts, was mir gehört oder dir. Gott sei Dank. Sie ist das pulsierende Leben, das sich als alles und nichts erfährt. In dieser Präsenz wird nichts mehr abgewiesen. Auch das Abweisen wird nicht abgewiesen. Alles ist einfach so, wie es ist. Keinen Sinn oder Zweck erfüllend, aber jeder Sinn und Zweckgebung vollkommen aufgeschlossen. Das bedeutet, dass nicht geschaut werden muss, wenn das Leben noch ein Ziel verfolgt, dieses wieder loszuwerden. Es lässt sich von alleine los, wenn es sich loslässt. Aber hier ist jeder Sinn verloschen, verbrannt in dem Feuer des Absoluten, das alles verbrennt. So ist das Erwachen eher ein Anfang als ein Ende. Es ist das Erwachen in sich selbst, das Erwachen aus dem Traum eines Jemand. Erwachen aus der Suche und Hineinfallen in nichts. Aufgelöst, ausgelöscht. Die Auferstehung von den Toten. Hinein in das Leben, das sich von nichts verschließt, das sich in allem als lebendiges Wesen offenbart. Ein Baby weint. Die Mutter versucht es zu beruhigen. Ihr scheint es peinlich zu sein, dass ihr Baby weint. Dann kommen die Worte für die Mutter. Mich stört das Weinen nicht. Und wie eine Erleichterung geht diese Botschaft durch das System der Mutter und das Baby darf weinen, während die Mutter entspannt ist und ihr Baby einfach in den Arm nimmt. Alles ist in Ordnung. Energien, die sich zeigen, im Moment ausdrücken und wieder verschwinden. Energien, die einen Namen bekommen haben und diese Namen teilen ein in Du und Ich. Aber es sind alles Energien, die in demselben Raum ihren Tanz offenbaren. Nichts ist davon getrennt.
Nicht mal ein Gedanke kann davon trennen. Denn selbst der Gedanke ist eine Energie, die einfach mittanzt in dem niemals versiegenden einen Bewusstsein. Bin die Mutter und das Kind, die Verspanntheit und die Erlöstheit. Bin die Stimme und das Gesagte und das Schweigen. Nichts wird als getrennt erfahren. Der alleinige Bezug auf das Körpersystem ist die Unendlichkeit gefallen. Ein Zusehen ohne Seher, wie sich die Ereignisse offenbaren. Die Worte kommen offen und direkt, für manche manchmal zu direkt, denn es ist ungewohnt, dass gesagt wird, was gerade da ist. Aber es ist nicht mehr zu verhindern. Nichts kann mehr verhindert werden. Das ist sowas von offensichtlich. Die Sonne scheint ins Gesicht, alles still, nur ein leises Brummen des Computers. Das Schreiben geht weiter. Nichts Besonderes, oder doch? Ist nicht genau das das Besondere in jedem Moment? Keine Ausschau mehr nach etwas Besonderem. Das hier ist das Besondere. Blick auf den Bildschirm, Spüren der Tasten, in der Vereinigung der bedingungslosen Liebe hier. Tasten, was sind Tasten? Vielleicht nur ein Konzept? Liebendes Bewusstsein als Tasten, die gerne sich zu Tasten machen lassen. Warum auch nicht? Sie wissen nichts darüber und ihnen ist es gleichgültig, wie sie genannt werden. Sie verschenken sich einfach als Tasten, die sich beim Berühren bewegen und über die Verbindung zum PC Worte auf den Bildschirm zaubern. Finger und Tasten, Berührung. Keine Finger, keine Tasten. Die Aufmerksamkeit geht zum Geräusch, das aus dem Handy erklingt, eine SMS. Die Hände greifen danach. Nachsehen, wer geschrieben hat. Irgendetwas sieht die Abwendung vom Schreiben zur Hinwendung an die SMS. Irgendetwas sieht die Hinwendung zum Schreiben und die SMS ist wieder vergessen. Abgelöst von der nächsten Einstellung. War was? Nur noch als Erinnerung vorhanden. Aber dieses Sehen der Aufmerksamkeit, wohin sie sich gerade richtet, ist hier, ist immer hier, ist bereits hier, bevor die wandernde Aufmerksamkeit entdeckt ist. Vereint die Aufmerksamkeit und das Gesehene in sich wie Tropfen, die sich beim Aufkommen mit dem Boden vereinigen. Das Leben braucht mich nicht, hat mich noch niemals gebraucht. Es hat sich entzaubert. Und nun ist es so voller Zauber, dass eine Taste sich einfach als Taste verschenkt und der Stuhl sich bedingungslos hingibt und den Körper auf sich ruhen lässt. Aber selbst der Stuhl ist eigentlich gar kein Stuhl. Und da ist nur ein Gedanke über ein Wissen über einen Stuhl, auf dem gesessen wird, vorhanden. Eigentlich ist da nur die Wahrnehmung von dem Kontakt Stuhl und Körper. Und eigentlich ist das nur eine Beschreibung. Eigentlich ist da nur ein Feeling, das wieder einmal einen Namen bekommen hat und sich als Stuhl und Körper aufgeteilt hat, wo doch beides in einem ist. Empfindungen, nichts als Empfindungen, die erst über die Beschreibungen zu etwas werden. Und das ist herrlich, das ist nicht zu verurteilen, das muss nicht verändert werden. Denn so drückt sich die pure Göttlichkeit aus. Genau so, jetzt, hier wahrscheinlich anders als bei dir. Ach, wie lustig, wenn ich schreibe hier und bei dir. Wie wenn es ein Hier und ein Dort geben würde. Und doch ist das, was wahrgenommen wird, so unendlich unterschiedlich. Doch eines, ja eines, kann niemals unterschiedlich sein. Nämlich das, was wahrnimmt. Das ist bei dir dasselbe selbstlose Selbst wie bei mir. Das schaut durch deine Augen genauso wie durch meine Augen. Das lässt deine Lungen atmen, genauso wie meine Lungen. Das durchströmt deinen Körper genauso wie meinen Körper. Das kann niemals verbunden werden, weil es noch niemals getrennt ist. Das ist das, in dem all die unterschiedlichen Körper erscheinen und dennoch das sind. Auch der Stuhl und die Taste und die SMS, auch der Regenbogen und der Sonnenstrahl, auch der Tautropfen und die Sternschnuppe, auch die Brille und das Gemüse, auch der Fernsehfilm und die Schauspieler. Was nicht? Nichts, was nicht aus demselben Stoff gemacht ist,
so unterschiedlich und doch dasselbe selbst. Ein Staunen, wie der Körper funktioniert, wie er sich bewegt, weil die Blase gefüllt ist und es Zeit zum Loslassen ist. Ja, es geht ganz von alleine, das Loslassen. Was wird nicht alles geschrieben um das Loslassen? Wie viele gute Ratschläge gibt es da, dass manches noch nicht geklärt ist, weil du noch nicht losgelassen hast? Welch ein Stress, wenn diesem Konzept geglaubt wird. Dabei ist es so einfach wie beim Entleeren der Blase. Alles zeigt sich von allein. Alles lässt sich von alleine los, wenn es soweit ist. Und bis dahin ist nur jetzt und jetzt und jetzt und nicht mal das. Und wieder eine SMS, aber keine Aktion. Es wird weiter geschrieben. Keine Ahnung, warum einmal geschaut wird und ein anderes Mal nicht. Ist auch nicht wichtig. Es ist einfach gesehen, dass hier weiter geschrieben wird. Die Katze miaut, will reingelassen werden. Aber es ist keine Reaktion auf das Miauen. Immer wieder nur ein Zusehen, was geschieht. In dem unendlichen, stillen, raumlosen Raum. Ein Zusehen von niemand an niemand. Ein Zusehen, das sich selbst schaut. Das sich selbst in jedem Moment hingibt. Das die Hingabe selbst ist. Ich bin nicht, indem ich bin. Und selbst wenn ich nicht bin, bin ich. Jetzt kommt noch ein Gedicht. Da konnte gesehen werden, dass der Geist mal wieder rumjagt, aber es war keine Möglichkeit, ihn zu stoppen, weil der von alleine wieder stoppt. Und dann kamen diese Worte so rausgesprudelt. Den plagenden Geist gibt es nur in der Zeit. Jetzt macht sich Frieden wieder breit. Durchströmt im Körper das Gemüt, bis in jede Zelle es sich zieht. Ein strömender Fluss voll stillem Gebet, es alles, was kommt, einfach wieder verweht. Doch hier des Unendlichen lauschend, in Strömen es den Körper durchrauschend. Und alles ruft in stillem Klang des liebenden, ach so zarten Gesang. Da bin ich, was auch immer das ist, und fließt und fließt und fließt. Ein Wohin gibt es dann nicht, es einfach ganz natürlich ist, in einer Liebe die Welten umgarnt, sie lösen sich auf und sind enttarnt. Was bleibt, ist einfach sein, in jedem Strauch, in jedem Stein. Es alles durchdringt in unendlicher Kraft, der liebenden Quelle nie versiegender Saft. So bist du hier, kannst nie woanders sein, bist immer, immer ein. Wenn jemand dazu irgendwie was sagen möchte, diskutieren möchte, fragen möchte, dann kann. Wenn nicht, genauso gut.
Wenn keine Fragen sind, dann würde ich gerne das Wort praktisch an den Nachvorleser abgeben. Gaia? Ja, im Gegensatz zu meiner Vorrednerin bin ich weder ein guter Redner noch ein guter Schreiber. Und als ich von diesem Buchprojekt hörte und wir sollten was schreiben, 15 Seiten über Leben im non-dualen Bewusstsein, dachte ich nur, kriegst du da 15 Seiten hin. Und es wurde verschoben und verschoben. Dann gab es irgendwann die Deadline. Oh, jetzt muss was geschrieben werden. Naja, ein bisschen was ist aufs Papier gekommen und dann lese ich einfach mal ein bisschen. Non-dual ist in der deutschen Sprache nicht beschreibbar, weil die Sprache dual ist. Die Sprache, wie wir sie kennen, teilt immer in mindestens zwei Dinge auf, wie zum Beispiel in Subjekt und Objekt, hell und dunkel, hier und da oder innen und außen. Non-dual heißt ja nicht zwei. Es drückt aber nicht aus, was es wirklich heißt. Es könnte das eine oder das einzige bedeuten. Eigentlich ist unsere Sprache sehr verwirrend. Aber die Menschen drücken sich über sich aus und versuchen, über die Sprache zu verstehen. Und so spreche oder schreibe ich hier auch über mich und meins, wohlwissend, dass der Schreiber hier gar nicht der ist, der ich wirklich bin. Mein Erleben ist vielmehr so, dass hier ein Geschehen oder Zustände stattfinden, die oft mit Subjekt, Objekt und Verb beschrieben werden. Aber eigentlich wäre es korrekt, es nur in Verben auszudrücken. Schreiben, lesen, denken, reflektieren, fühlen. Kein Ich, kein Du. Wenn wir aber nur so sprechen würden, verstünde man uns schwer oder gar nicht, da wir eben anders konditioniert sind. Also benutze ich einfach die Sprache so, wie wir es gewohnt sind, und versuche es so klar wie möglich auszudrücken. Hier wird es jetzt gerade so erlebt, Empfindungen, Gedanken und Gefühle werden hier und jetzt wahrgenommen. Was ist sich dessen bewusst? Wäre das Wahrnehmende, also das, was sich hier bewusst ist, nicht hier, wären auch keine Empfindungen, Gedanken und Gefühle erlebbar. Zusätzlich gibt es das Erleben, ich bin jetzt hier.
Hier steht auch mal was Interessantes. Karma ist ein religiöses Konzept. Ähnlich wie das Konzept der Sünde. Wenn daran geglaubt wird, lässt es den Gläubigen nicht frei sein. Solche Konzepte können aber auch durch Satsang oder Advaita Vedanta entstehen. Wenn die Idee geglaubt wird, man sollte jenseits der Gedanken, im Gefühl der Einheit oder im non-dualen Bewusstsein sein. Und ich eröffne das einfach mal für ein paar Fragen oder für ein Gespräch oder einen Dialog. Mal schauen, ob er stattfindet. Hallo. Hi. Mein Name ist Thomas. Hallo Thomas. Komm. Ja. Okay. Erstmal, es war eine tolle Rede. Das, was du sagst und was die Vorrednerin auch gesagt hat, ist voll logisch, finde ich. Klar, in dir sein. Gedanken sind da, sind hier, aber dennoch bin ich nicht hier. Also der Körper macht irgendwas anderes. Ja, du bemerkst es ja gerade. Wie bitte? Du bemerkst es ja gerade. Ja, viel Aufregung gerade. Das, was es bemerkt. Du. Ist das? Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Stimmt. Jetzt zum Beispiel nehme ich mich selbst wahr. Ich bin im, sag ich mal, im Hier, in Anführungsstrichen. Aber es gibt dann auch Phasen, wo ich nicht hier bin und nur noch, wo meine Gedanken ganz woanders sind und wo ich mich dann nicht wahrnehme. Man könnte es so ausdrücken. Aber allein, dass du es bemerkst, heißt ja, dass du da warst. Ne? Und irgendwie haben wir Menschen das drauf, uns selbst die ganze Zeit irgendwie runterzumachen, zu sagen, ich bin nicht richtig, nicht gut, nicht hier. Und wenn wir genau schauen, sehen wir in jedem Moment, dass wir hier sind. Selbst wenn die Gedanken sonst wo sind. So die Idee, dass wir in einer permanenten Bewusstheit sein müssen, stresst ungemein. Korrekt, finde ich auch so. Aber auf der anderen Seite, man möchte ja, oder ich möchte, das Leben bewusst erleben, ich sag mal, dabei glücklich sein, ja, und Freude empfinden. Wann? In jedem Augenblick. Ich weiß, dass Trauer dazugehört, dass schlechte Farben, die
Das gehört dazu. Hm. Was gehört nicht dazu? Gute Frage. Was für mich nicht dazu gehört, ist dass man lebt, sag ich mal, ohne nicht gelebt zu haben. Ich habe es mal einem erzählt, mein Vater war so drauf, dass er von Kräuter nach Urnachstellen morgens stand er um die gleiche Zeit auf, ging dann mit in die Toilette, duschte, dann Wasser, Frühstück und zur gleichen Zeit fuhr dann zur Arbeit und machte aber zur gleichen Zeit Karapause, aß dann, machte Gartenarbeit, guckte dann Tagesschau und dann Film und dann ging ins Bett. Das jeden Tag. Und das ist ein Leben, was ich nicht wollte für mich. Lebst du das denn? Nö. Ja, aber das war für mich dann der Anlass, dahinter zu schauen. Ja. Gute Idee. Gute Idee, mal dahinter zu schauen. Und was hast du gefunden? Ja, dass das Leben keinen Sinn macht. Und dass es so Leute gibt, wie dir, die dann schaffen, noch im Augenblick zu leben. Du auch. Jetzt, aber nicht permanent. Oder gibt es noch einen Unterschied? Zeig du mir, wie du es schaffst, nicht im Jetzt zu leben. Zeig mir, wie du es schaffst, hier aus diesem Jetzt auszutreten. Dann gehe ich mit. Wenn du Gedanken verloren bin ich zum Beispiel, vergisst du nicht. Ich hab eine so eine bestimmte Vorstellung. Ja. Und das Wort sagt es schon so schön, ne? Vorstellung. Es stellt sich davor. Aber dein direktes Erleben ist gerade, ich kann überhaupt nicht aussteigen aus diesem Moment. Das geht nicht. Das heißt, die Idee, permanent im Jetzt zu leben, ist Quatsch. Weil es gar nicht anders geht. Was passiert jetzt? Ja, das, was du sagst, leuchtet ein, ist logisch klar. Gibt denn nicht dennoch einen Unterschied? Ich glaube, sonst wären wir dann nicht alle hier. Wenn wir kein Unterschied sehen würden. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Irgendwie sind wir hergekommen. Manche wollten hier sein und sind nicht hier. Manche wollten nicht hier sein und sind hier. Und die Idee, ich irgendwas erreicht hätte, was du nicht hast, lässt dich leiden. Hier ist kein Unterschied. Die Formen sehen anders aus. Die Gedanken sind verschieden. Die Gefühle, die Empfindungen.
Bei dir hat es irgendwann mal geklickt, oder? Das stelle ich mich vor. Bei mir macht es öfters Klick. Manchmal macht es auch Klack. Aber auf diesen Klick zu warten, scheint irgendwie ganz populär zu sein in der spirituellen Szene. Und ich kenne dieses Warten auf dieses Klick auch. Ich habe auch mal auf den Klick gewartet. Was kann dann? Das ist ein Kampf, ne? Irgendwann hat es Warten aufgehört. Und dann kam er. Dann kamst du. Ja, dann würde ich jetzt das Wort übergeben an den Nächsten. Nee, keiner da? Keiner da.